Renesse liegt im südlichen Teil von den Niederlanden und ich zeige euch heute das Resort Land in See, was direkt am Meer liegt. Bereits im Februar waren wir hier schon mit Freunden, danke Olli und Melanie, und da haben wir uns ein Haus gemietet. Und somit kann ich euch die Aufnahmen auch gleich zeigen. Direkt neben der Rezeption steht diese Einraumwohnung. Wie ich gerade erwähnt habe, kann man neben dem Stellplatz und dem Campingplatz auch Häuser mieten in verschiedenen Kategorien oder aber auch ein einfaches Hotelzimmer. Ein leckeres Frühstücksbuffet ist dabei, auch als Camper kann man das dazu buchen. Wir standen auf dem Stellplatz und es gibt hier Frischwasser und Abwasser direkt am Platz. Und wer mit dem Wohnwagen anreist, der hat hier genügend Platz. Der Wasseranschluss ist sehr ordentlich gewesen. Den getrennten Müll könnt ihr direkt kurz vor der Rezeption entsorgen, sowie die Fähr- und Entsorgung. Die Zeltplätze wurden auf den kleinen Inseln angelegt. Leider kann man in dem Gewässer nicht schwimmen, das sah mir jetzt danach nicht aus, aber dafür schwimmen ganz viele Fische da drin rum. Das Sanitärgebäude ist recht zentral angelegt worden und hat denselben Eingang wie Männlein und Weiblein. Der Kinderspielplatz bietet einige Geräte und auch Spielmöglichkeiten, sodass die Kinder sich hier richtig austoben können. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes findet man die Mietzelte, die auch eine eigene Toilette noch besitzen. Und das sind die kleinen Doppelhaushälften, von denen ich eben gesprochen habe. Die zeige ich euch jetzt. Dieses Haus war für zwei Personen ausgelegt. Man hat eine eigene Terrasse dabei und man guckt direkt auf das Wasser. Solltet ihr keine Lust haben zum Kochen, dann geht ihr durch die Rezeption ins Restaurant. Natürlich kann man bei schönem Wetter auch draußen sitzen mit Blick auf das Wasser. Im April war es leider nicht möglich. Wir haben hier einen wunderschönen Abend verbracht und auch Hunde sind hier herzlich willkommen. Natürlich geht's am nächsten Tag erstmal zum Strand. Ihr geht einfach über die Straße und dann seid ihr schon da. Haltet euch rechts und ihr kommt zum Brauersdamm. Der Brauersdamm ist bekannt unter den Surfern und Kitern, weil man direkt mit seinem Fahrzeug, ob Wohnmobil oder auch Auto, direkt am Strand stehen kann. Man darf da nur nicht übernachten. Da wir kein Surfbrett haben, gehen wir lieber was trinken. Im Perry's. Wir haben uns einfach den blauen Himmel dabei gedacht. Okay, weiter geht's Richtung Stadt. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Es sind ungefähr 4,5 Kilometer und dann seid ihr schon in der City. Das Städtchen hat schöne Geschäfte zum Bummeln oder aber auch Kleinigkeiten zum Essen, wie Kibbeling und Frikandel. Ihr könnt aber auch in ein wunderschönes Restaurant gehen. Wo im Hintergrund auch der Schinken hängt. Leider haben wir jetzt hier keine Essenserfahrung machen können, weil wir hier nur einen Kaffee trinken waren, aber ich konnte euch das Restaurant nicht vorenthalten. Wir mögen auch die Abendstimmung. Deswegen haben wir uns dann nochmal angezogen, haben die Abenddämmerung nochmal eingefangen und sind jeden Abend nochmal runter zum Strand,
Ja, was soll ich sagen? Wir waren die Einzigen. Es hat richtig Freude gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und berichtet doch mal, wenn ihr da gewesen seid. Eure Moniko. Tschüss!